Er ist fast down, er ist fast down. Oh! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Macht der Damage. Macht der Damage. Er hat 7 AP, er hat 7 AP. Komm schon. Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video. Fortnite Tryhard Revenge Side ist am Start, meine Freunde. Ich habe die ganze Zeit gerefreshed auf der Seite von Fortnite. Vor 4 Minuten ist der Patch online gegangen. Ich mache just im Moment hier gerade das Update, meine Freunde, um euch als einer der ersten dieses wunderschöne Update zu präsentieren, Leute. Ich bin heute Morgen um 7 Uhr aufgestanden, weil ich gestern meinen Glauben nicht, also ich konnte es einfach nicht fassen, Leute. Ich habe gestern Abend witzigerweise noch Infinity War gesehen. Ein Film, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn man auf Hack and Slay und riesige Heldenschlachten steht. Ansonsten ist das vielleicht nicht etwas für jeden. Aber meine Freunde, wir sehen hier schon Thanos drauf, Leute. Wir sehen hier Thanos, den Superbösewicht. Ich kann dir mal kurz ein bisschen was zu erzählen. Thanos ist so ein Dude, der möchte diese 5 Infinity-Steine, die er hier quasi auf seinem wunderschönen Gauntlet, auf seiner Stulpe hat, finden, um damit das ganze Universum in ein Gleichgewicht zu bringen. Ich will auch gar nicht jetzt mehr über den Film erzählen. Schaut euch den Film einfach an. Jetzt haben wir quasi gerade die Patch-Notes bekommen, meine Freunde. Es gibt eine neue Hacksaw, die ist allerdings nur in Save the World drin. Das ist erstmal irrelevant für uns. Das ist ein neues MG. Aber, meine Freunde, wir haben hier Limited Time in Battle Royale das Infinity Gauntlet. Takedown Thanos, equip the gunners and claim victory, meine Freunde. Und es ist jetzt das passiert, wovon ich lange, lange ausgegangen bin. Es gibt eine Art Boss-Mob in Battle Royale, meine Freunde. Wie das genau aussieht, keine Ahnung, das sehen wir gleich. Early in the match, a meteor will land in the storm safe zone, delivering the Infinity Gauntlet. Any player who used Infinity Gauntlet will into Thanos. If Thanos is eliminated, the gauntlet will fall to the ground, free for taking. If it sits unused for so long, it will disappear until another meteor. Okay, okay, okay. The last player standing will be the victor. Okay, also wir haben quasi folgendes, meine Freunde. Es kommt der Meteor ganz am Anfang runtergesmashed. Dieser Meteor beinhaltet quasi Thanos. Thanos muss erstmal gekillt werden von Spielern. Und dann kann man sich diese Stulpe quasi anziehen und mit den 5 Infinity-Steinen quasi die Runde dominieren. Ability 1. A mighty punch that knocks enemies back and destroys structures. Bitte was, Leute? Das heißt, wir haben quasi einen Schlag, der einfach Gegner wegschleudert und komplette Strukturen zerstört. Thanos flies towards the ground, hitting an air and knockback and damage. Okay, das heißt, wir machen so einen Mega-Punch. Das heißt, wir springen quasi und kommen wieder nach unten. Harness energy to power stone to blast a fire. Okay, krass. Man kann aus den Infinity-Steinen also Feuer schießen. A super jump that can vault Thanos over. Okay, man kann super jumpen, alles klar. Thanos hat Schild und ganz normales Lebens. Wenn er einen anderen Spieler tötet, wird sein Schild regeneriert. Was? Okay, okay, okay. Das ist krank. Und seine Gesundheit regeneriert gar nicht. Thanos nimmt einfach keinen Fallschaden. Thanos kann nicht bauen, keine Waffen benutzen oder Launchpad benutzen. Hier steht es nochmal, he has no need for such pity human devices. Er braucht zum Blödsinn. Er muss nicht bauen, Leute. Er braucht keine Waffen. Er ist einfach Thanos. Es gibt nur Epic und Legendary Weapons in dem Game-Mode. Okay. Increased Chances. Okay, wir haben hier neue Kisten-Drop-Chancen. Einmal Boxen spawnen mehr. Floor-Loot spawns nearly 100% of the time. Das heißt, wir haben kranke Waffen. Doppelte Ressourcen haben wir. Okay, meine Freunde. Dann haben wir hier noch ein paar Bugfix. Und, meine Freunde, dann kam just im Moment noch dieser Trailer raus. Und ich bin einfach krank gehypt. Mein Update ist gerade bei 60%, Leute. Ich lade gerade mit dem Speed des Todes runter, Leute. Und ich bin so dermaßen gehypt. Okay, Leute, lass uns mal gemeinsam den Trailer hier angucken. Auf geht's, Leute. Kommt schon. Oh mein Gott, Leute. Da ist dieses Gauntlet, diese Stulpe, die es jetzt gibt. Infinity Gauntlet. Da ist sie. Sie sieht einfach genauso aus wie im Film, den ich gestern gesehen habe. Crazy. Oh mein Gott, man wird einfach literally zu Thanos. Bitte. Alter. Okay. Ich hab, Leute, wer hat gesagt in einem Video, was jetzt hier oben verlinkt ist? Ich gebe euch hier einfach nochmal ganz kurz einen Videoeinschnitt dafür. Ich nehme einfach mal an, dass die Skins auf jeden Fall nicht 1:1 aussehen werden wie Deadpool oder Spider-Man oder Superman, weil halt die Rechte an diesen Helden immer noch bei Marvel und DC liegen, meine Freunde. Und ich glaube nicht, dass Epic Games diese Rechte gekauft hat. Falls doch, dann wird auf jeden Fall, dann bin ich raus, dann tut's mir leid. Dann macht Fortnite alles richtig. Das ist einfach nur krank. Ihr habt es gerade gehört, wer hat euch gesagt, dass irgendwann ein Crossover zwischen Marvel und Fortnite oder DC und Fortnite stattfinden wird und es passt so dermaßen perfekt. Ich bin mal gespannt, wie das nach euch aussieht. Haben wir wirklich einen Boss-Mob, gegen den wir kämpfen müssen? Wie viele Spieler werden da sein? So viel auf jeden Fall schon mal dazu. Ich bin einfach nur dermaßen mad gehypt und ich freue mich auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in-game wieder. Ciao. Okay, Leute, neuer Ladescreen hier auf jeden Fall am Start, beziehungsweise ich kenne ihn noch nicht so weit. Und hier ist, meine Freunde, neuer Modus verfügbar. Wir schauen mal ganz, was wir hier haben. Infinity Handschuh Solo annehmen und wir starten direkt rein ins Game, Leute. Ich bin so dermaßen gehypt, Mann. Das Schöne ist einfach, dass ich gestern Abend noch den Film dazu gesehen habe und noch ein bisschen Hintergrundwissen teilen kann mit euch, falls ihr das wollt, meine Freunde. Und da seht ihr ihn schon, Leute. Almighty Thanos ist der. Was zum Teufel, Alter. Thanos, einer der meiner Meinung nach coolsten, chaotischen Superhelden, die es überhaupt jemals gegeben hat, Leute. Ich bin der Meinung, dass dieser Typ auf jeden Fall echt eine Menge Anerkennung verdient, denn wie gesagt,
gesagt, so wie ich ihn gestern im Film kennengelernt habe, ist die Theorie, die er quasi hat, nämlich die Vernichtung des halben Universums, um wieder Gleichgewicht herzustellen, eigentlich gar nicht so verkehrt, denn es gibt halt leider zu viele Menschen in diesem Universum, beziehungsweise Lebewesen auf diesem Planeten. Ja, keine Ahnung, da habe ich gestern Abend noch lange mit Jody drüber geredet, dass das, was er vorhat, eigentlich gar nicht so dumm ist, meine Freunde. Wir haben quasi schon direkt den ersten Circle safe. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen direkt mal hier runter, Leute. Und ich hoffe mal, dass ich nicht direkt am Sack bekomme. So, okay, mal gucken, was kommt hier so runter. Bei mir ist ein John Wick in der Nähe, noch ein Dude mit einem anderen Fallschirm. Okay, Leute, wir haben schon mal eine blaue Rifle, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Allerdings muss man halt dazu auch überlegen, Leute, dass halt, wie gesagt, der Loot hier generell ziemlich krass sein soll. Okay, goldene Scar, da sind wir schon am Start. Oh mein Gott, da war der Meteor. Da war der Meteor. Wir dürfen nicht vergessen, dass es sich hier immer noch um Battle Royale handelt. Das heißt, oh mein Gott. Was ist passiert? Was ist passiert? Da auf der Karte sehen wir, wo der Meteor ist. Ich sehe, der ist direkt in der Nähe und zwar bei Salty Springs. Oh mein Gott, was? Er spricht mit uns. Thanos redet einfach mit uns. Habt ihr das gehört? The end is near. Okay, ich würde sagen, wir kümmern uns ganz kurz hier vorne um die Gegner. Okay, einer down. Da wird auf jeden Fall noch gefightet. Okay, wo haben wir die Gegner? Okay, nice. Sehr gut. Das sieht schon mal relativ safe hier aus, Leute. Materialien, ja, das passt schon. Das passt schon, Leute. Wir müssen jetzt auf, Alter. Auf geht's zu Thanos, Leute. Was geht ab? So, direkt hinter. 700 Leben und 48 Schilde noch. Das heißt, man muss jetzt gegen Thanos kämpfen, oder was? Oh mein Gott, Leute. Ich warte jetzt nur auf Gottverdammt nochmal Thanos. Wir haben gesehen, wo der Meteor runtergegangen ist, Leute. Oh mein Gott. Okay, er ist down. Thanos ist down, Leute. Thanos ist down. Er wurde von jemandem getötet. Und jetzt ist wieder ein neuer Spieler ran. Okay, ich nehme an, jetzt hat ein neuer Spieler quasi gerade Thanos eingenommen. Wie sieht das jetzt überhaupt aus? Sehe ich jetzt gleich hier wirklich in Thanos rumspringen? Oder ist es einfach nur ein größerer Skin? Keine Ahnung. Oh mein Gott, da ist der. Da hinten ist der. Oh! Oh mein Gott! No way! Oh mein Gott. Mutter, bitte gib mir. Bitte gib mir Healing, Mutter. Ich höre ihn über mir. Ich höre ihn über mir. Okay, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Alles gut. Nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Nein, Leute, komm schon. Ich will doch nur Thanos sehen, bitte. Oh, verdammt nochmal. Okay, ich muss den auch hinrichten. 5 Kills, Leute. Damn, das war knapp. Okay, wir haben ihn ganz kurz gesehen. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Wir schauen jetzt mal ganz kurz, wie das aussieht, Leute. Wir gucken mal ganz kurz, wie das jetzt aussieht bei Thanos, okay? Wir sehen ihn hier gerade. Oh mein Gott. Okay, mit dem Raketenwerfer, das war gerade richtig dumm von mir. Alter, Alter. No way. No way. Okay, was macht er jetzt? Was macht er? Er ist scheinbar nicht so in der Lage, das Ding zu spielen. Er wirkt ein wenig überfordert damit. Okay, 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 okay. Was zum Teufel, Leute? Was zum Teufel? Schaut euch das mal bitte an, Leute. Aber irgendwie ist der Typ, der gerade Thanos spielt, ein bisschen retarded, habe ich das Gefühl. Ich glaube, er weiß nicht so ganz genau, was er tun soll. Krankes Soundeffekt auf jeden Fall. Und heftiges Charakterdesign, wirklich. Komm schon, töte einen Spieler. Ich will sehen, wie du einen Spieler tötest. Zeig mir, was du kannst, Bruder. Er kann in der Luft stehen bleiben und Spieler lasern. Alter Schwede. Okay, Leute, ich würde sagen, das war auf jeden Fall schon mal eine ganz knackige Runde. Wir versuchen natürlich jetzt selber nochmal Thanos zu spielen. Ich würde sagen, wir droppen irgendwo mittig einfach mal High Risk und gucken einfach mal, ob wir es hinbekommen, Thanos selber mal in die Finger zu bekommen. Gott, ihr merkt vielleicht selber, ich bin so aufgeregt, als würde ich gerade das erste Mal wieder den Film sehen. Der Film, wie gesagt, eine echt coole Sache, hat wirklich Spaß gemacht, Leute. Hat echt Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Okay, Leute, Thanos sollte jeden Moment runterkommen. Ich bin mad gespannt, wann es soweit ist. Da ist der Meteor, da ist der Meteor, da ist Thanos, okay. Wir holen uns hier noch schnell die Shotgun. Okay, einer schon mal wegeliminiert. Er befindet sich da vorne irgendwo. Er ist direkt neben uns in Retail Row. Er ist direkt neben uns in Retail Row, Leute. Ich will einfach nur gegen ihn kämpfen. Ich will einfach nur gegen ihn kämpfen. Mehr will ich doch gar nicht, Alter. Okay, 500 HP hat er noch. Sein Schild geht natürlich direkt wieder hoch, Leute. Das ist das Kranke daran, ne? Da ist er, da oben ist er, Leute. Da oben ist er. Da oben ist Thanos. Habt ihr ihn gerade gesehen? Impuls nennen wir uns direkt drüber. Oh mein Gott, da oben ist er, da oben ist er, Leute. Das Gestörte ist jetzt halt einfach, Leute. Wir haben Battle Royale plus diesen Mob, der hier gerade rumläuft. Das ist so krank. Das ist so krank, das ist so krank. Okay, sehr vorsichtig sein, nicht, dass von hinten mich hier noch jemand pusht. Kurz die Shotgun holen, Leute. Okay, Thanos ist gerade da vorne gestorben, Leute. Thanos ist gerade down gegangen. Direkt hinter, direkt hinter, direkt hinter. Auf geht's, Mann. Okay, irgendein Spieler hat Thanos getötet. Da oben ist er, da oben ist er, da hinten. Direkt da vorne, direkt da vorne. Oh mein Gott, Leute. Da vorne ist er. Okay. Ich stelle mich jetzt im Battle, Leute. Ich stelle mich jetzt im Battle. So wahnsinnig das auch sein mag.
Oh mein Gott, er ist direkt vor mir. Nein, er ist fast down, er ist fast down. Oh, oh, oh mein Gott, oh mein Gott. Macht der Damage. Macht der Damage, er hat 7 AP, er hat 7 AP. Komm schon. Nein! 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 Ich hatte den Handschuh in der Hand! Nein! Ey, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Ey, ich hätte mich einbauen sollen. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe nicht dran gedacht. Eine Ewigkeit später. Okay, Leute. Das ist mein allerletzter Versuch. Ich versuche es jetzt schon seit 10 Jahren mit folgender Taktik. Rausdroppen. Ein bisschen runtergehen, genügend Höhe gewinnen und dann gucken, wo eventuell dieser Meteor runtergeht, Leute. Beziehungsweise wo Thanos dann halt hinkommt. Aber das Ding ist halt, es ist wirklich fast unmöglich, weil man normalerweise 10 Leute instant dahin gehen, wo dieser Meteor beziehungsweise halt Thanos landet. Und dementsprechend ist es wirklich, wirklich ziemlich, ziemlich schwierig, dieses Ding direkt am Anfang zu bekommen. Mid Game ist es sowieso fast unmöglich, Leute. Ihr habt es ja mitbekommen. Wenn ich dann kurz davor stehe, wird man halt relativ schnell weggesniped. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, Leute, wie gesagt, heute Abend 18 Uhr sollten wir das auf jeden Fall hinbekommen haben. Bis dahin muss das auf jeden Fall laufen, Leute. Ich will auf jeden Fall heute einmal Thanos gespielt haben. Wir haben ihn ja eben in der Kamera schon mal gesehen und das war schon extrem beeindruckend. Ich gucke jetzt einfach mal, Leute. Wie gesagt, ich habe jetzt hier eine relativ gute Höhe, aus der ich mich relativ easy in jede Richtung navigieren kann. Wir warten jetzt kurz. In 5 Sekunden kommt der Zonensound. Jetzt kommt der Sound. Jeden Moment. Da ist er. Genau. Und jetzt kommt auch gleich schon der Meteor runter, Leute. Und ich hoffe einfach mal, dass es hier irgendwo im Umkreis ist, sodass wir die Möglichkeit haben, halt einfach Thanos endlich mal uns zu gönnen. Okay, da geht der Meteor hin, Leute. Wir fliegen direkt in die richtige Richtung. Aber ihr seht schon, Leute, ich bin nicht der Einzige mit dieser Idee. Ich bin nicht der Einzige. Der Typ rechts von mir könnte mir auf jeden Fall deutlich zuvorkommen. Und der Typ hier vorne auch. Wir landen einfach jetzt hier oben auf dem Haus, Leute. Full and risk. Aber da kommt noch ein John Wick und es ist mal wieder nicht möglich. Leute, ihr seht es gerade schon. Das ist mein 19. Versuch oder sowas jetzt gewesen. Ach komm, verpiss dich doch, Alter. Ja. Thanos uns dann einfach mal alle rasiert. Leute, ihr habt es gesehen, es ist de facto unmöglich. Ich habe jetzt ungefähr 20 Versuche wirklich dafür gebraucht. Und ich bin jedes Mal so kurz davor gescheitert. Aber ihr habt ja gesehen, wie das Ding ist. Versucht es einfach mal selber aus, Leute. Es macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Wir sehen uns heute Abend um 18 Uhr. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.